Ja, ich bin ganz glücklich, das Adventskalender-Türchen, das virtuelle, heute zu öffnen, gemeinsam mit Ihnen für einen der herausragenden Schauspieler, die unser Land hat. Ja, doch, das ist so. Wolf Dietrich Sprenger, bekannt durch seine berühmten Arbeiten mit Peter Zadek am Schauspielhaus oder mit Jürgen Flimm am Thalia-Theater oder durch zahllose Rollen im Fernsehen, sei es im Tatort oder bei unser Lehrer Dr. Specht als Dr. Grützke in 13 Folgen, glaube ich, und etliches mehr. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie da sind, weil ich als junger Schauspielschüler Sie als Truffaldino gesehen habe am Thalia-Theater. Das war für mich schon ein bisschen her. Und das war für mich tatsächlich so eine Art theatrales Erweckungserlebnis. Und Sie waren lange Zeit dann für mich und meine Mitstudentinnen und Studenten ein Vorbild, auch für die Studentinnen. Denn so ein theatrale Energie, die dazu zu erleben war, das war was ganz Besonderes, was uns eben tief bewegt hat und geleitet hat. Sehr nett, dass Sie das sagen. Ja, sehr nett, dass Sie da sind. Wir haben 100-mal vor ausverkauftem Haus gespielt. Ja, irre. Ich selber habe übrigens Truffaldino auch später gespielt und mich immer gerieben dann an ihn und dachte, wie ging das bloß? Aber hatte auch dann später viel Vergnügen, nicht bei den Proben, aber die waren furchtbar. Aber da will ich nichts erzählen, meine waren auch nicht immer angenehm. Ja. Aber wir haben uns halt miteinander auseinandergesetzt und so, und das war schon wichtig. Flimm hat das gemacht, oder? Flimm hat das gemacht, ja. Also toll, dass Sie da sind und wir hören was von Ihnen? Ich lese von Johann Peter Hebel, Kanit Verstan. Viel Vergnügen Ihnen und Dankeschön noch einmal. Gerne. Ach nein, ich muss noch die Kerze anzünden. Natürlich. Das ist ja das Zentrale hier. Ja. So, demnächst wird es gelingen. Es gelingt. Ich gehe raus und wünsche viel Spaß. Dankeschön. Johann Peter Hebel, Kanit Verstan. Der Mensch hat wohl täglich Gelegenheit, in Emmendingen und Gundelfingen so gut als in Amsterdam Betrachtungen über den Unbestand aller irdischen Dinge anzustellen, wenn er will, und zufrieden zu werden mit seinem Schicksal, wenn auch nicht viel gebratene Tauben für ihn in der Luft herumfliegen. Aber auf dem seltsamsten Umweg kam ein deutscher Handwerksbursche in Amsterdam durch den Irrtum zur Wahrheit und zu ihrer Erkenntnis. Denn als er diese große und reiche Handelsstadt voll prächtiger Häuser, wogender Schiffe und geschäftiger Menschen gekommen war, fiel ihm sogleich ein großes und schönes Haus in die Augen, wie er auf seiner ganzen Wanderschaft von Tuttlingen bis nach Amsterdam noch keines erlebt hatte. Lange betrachtete er mit Verwunderung dies kostbare Gebäude, die 6 Kamine auf dem Dach, die schönen Gesimse und die hohen Fenster, größer als an des Vaters Haus daheim die Tür. Endlich konnte er sich nicht entbrechen, einen Vorübergehenden anzureden. »Guter Freund«, redete er ihn an, »könnt ihr mir sagen, wie der Herr heißt, dem dieses wunderschöne Haus gehört, mit den Fenstern vollen Tulipanen, Sternenblumen und Levkojen?« Der Mann aber, der vermutlich etwas Wichtigeres zu tun hatte und zum Unglück gerade so viel von der deutschen Sprache verstand als der Fragende von der holländischen, nämlich nichts, sagte kurz und schnauzig, »Kann nicht verstehen«, und schnurrte vorüber. Dies war nur ein holländisches Wort, oder drei, wenn man es recht betrachtet, und heißt auf Deutsch so viel als »Ich kann euch nicht verstehen«.
Aber der gute Fremdling glaubte, es sei der Name des Mannes, nach dem er gefragt hatte. Das muss ein grundreicher Mann sein, der Herr Kanit Verstan, dachte er und ging weiter. Gass aus, gass ein, kam er endlich an den Meerbusen, der da heißt Het Ei oder auf Deutsch das Ypsilon. Da stand nun Schiff an Schiff und Mastbaum an Mastbaum und er wusste anfänglich nicht, wie er es mit seinen zwei einzigen Augen durchfechten werde, alle diese Merkwürdigkeiten genug zu sehen und zu betrachten, bis endlich ein großes Schiff seine Aufmerksamkeit an sich zog, das vor kurzem aus Ostindien angelangt war und jetzt eben ausgeladen wurde. Schon standen ganze Reihen von Kisten und Ballen auf und nebeneinander am Lande. Noch immer wurden mehrere herausgewälzt und Fässer voll Zucker und Kaffee, voll Reis und Pfeffer und Salvini, Mausdreck darunter. Als er aber lange zugesehen hatte, fragte er endlich einen, der eben eine Kiste auf der Achsel trug, wie natürlich der glückliche Mann heiße, dem all diese Waren vom Meer ans Land gebracht werden. Kann nicht verstehen, war die Antwort. Da dachte er, aha, schaut's da heraus? Kein Wunder, wem das Meer solche Reichtümer an das Land schwemmt, der hat gut solche Häuser in die Welt stellen und solcherlei Tulipanen vor die Fenster in vergoldenen Scherben. Jetzt ging er wieder zurück und stellte eine recht traurige Betrachtung bei sich selbst an, was er für ein armer Teufel sei unter so viel reichen Leuten in der Welt. Aber als er eben dachte, wenn ich doch nur einmal so gut bekäme wie dieser Herr Kanit Verstan, es hat. Da kam er um die Ecke und erblickte einen großen Leichenzug. Vier schwarz vermummte Pferde zogen einen ebenfalls schwarz überzogenen Leichenwagen langsam und traurig, als ob sie wüssten, dass sie einen Toten in seine Ruhe führten. Ein langer Zug von Freunden und Bekannten des Verstorbenen folgte nach, Paar und Paar, verhüllt in schwarze Mäntel und stumm. In der Ferne läutete ein einsames Glöcklein. Jetzt ergriff unseren Fremdling ein wehmütiges Gefühl, das an keinem guten Menschen vorübergeht, wenn er eine Leiche sieht, und blieb mit dem Hut in den Händen andächtig stehen, bis alles vorüber war. Doch machte er sich an den Letzten vom Zug, der eben in der Stille ausrechnete, was er an seiner Baumwolle gewinnen könnte, wenn der Zentner um 10 Gulden aufschlüge, ergriff ihn sachte am Mantel und bat ihn treuherzig um Excuse. »Das muss wohl auch ein guter Freund von euch gewesen sein«, sagte er, »dem das Glöcklein läutet, dass ihr so betrübt und nachdenklich mitgeht.« »Kann nicht verstehen«, war die Antwort. Da fielen unserem guten Tuttlinger ein paar große Tränen aus den Augen und es ward ihm auf einmal schwer und wieder leicht ums Herz. »Armer Kanit Verstan«, rief er aus, »was hast du nun von allem deinem Reichtum, was ich einst von meiner Armut auch bekomme, ein Totenkleid und ein Leintuch und von allen deinen schönen Blumen vielleicht einen Rosmarin auf die kalte Brust oder eine Raute?« Mit diesen Gedanken begleitete er die Leiche, als wenn er dazugehörte, bis ans Grab, sah den vermeinten Herrn Kanit Verstan hinabsenken in seine Ruhestätte und ward von der holländischen Leichenpredigt, von der er kein Wort verstand, mehr gerührt als von mancher Deutschen, auf die er nicht Acht gab. Endlich ging er leichten Herzens mit den anderen wieder fort, verzehrte in einer Herberge, wo man Deutsch verstand, mit gutem Appetit ein Stück Limburger Käse, und wenn es ihm wieder einmal schwerfallen wollte, dass so viele Leute in der Welt so reich seien und er so arm, so dachte er nur an den Herrn Kanit Verstan in Amsterdam, an sein großes Haus, an sein reiches Schiff und an sein enges Grab.
Danke. Der Rest ist Schweigen. Wir verstehen nichts von allem, was uns umtreibt. Kann nicht verstehen. Ja. Ich nehme an, Ihnen hat es genauso gefallen wie mir und hoffe, dass Sie auch morgen wieder ein Adventskalendertürchen, ein virtuelles öffnen. Wünsche noch einen schönen restlichen Dezembernachmittag. Tschüss, ich erlöse Sie und uns. Vielen Dank. Bis hoffentlich morgen. Schön, danke sehr.